Der Sportpreis hat sich über die letzten 17 Jahre hervorragend entwickelt, aber in dem Jahr mit dem Schwerpunkt, wir feiern 100 Jahre Freistaat Bayern und deshalb zeichnen wir auch Jahrhundertsportler, Jahrhundertvereine aus. Wir haben jetzt als besondere Botschafter Bayerns natürlich unsere Wintersportler ausgezeichnet. Wir sind Wintersportland Nummer 1 in Deutschland und da freuen wir uns, dass wir so viele prominente Wintersportler haben, die damit natürlich immer auch wieder den Ruf Bayerns als Wintersportland stärken. Dass ich da stellvertretend für den ganzen Wintersport auch mit dabei sein darf, freut mich besonders. Einige namhafte Persönlichkeiten da heute zusammen mit mir auf der Bühne und es ist immer sehr schön, wenn der Wintersport ausgezeichnet wird und entsprechend Anerkennung bekommt. Das ist immer eine große Ehre, als Botschafter Bayerns unterwegs zu sein, weil Bayern ist unsere Heimat. Es ist, wie es schon öfter gesagt wurde, das schönste Land, der schönste Platz, wo man leben kann. Nein, ich habe wirklich sehr, sehr gefreut, vor allem, weil es wirklich ein Jahrhundertpreis ist und ich wie die Nachricht bekommen habe, dass es noch so auf die Art für mein Lebenswerk ist, habe ich erst überlegt, okay, ich bin 25, aber hört sich ganz gut an. Ich sage mal, solche Veranstaltungen sind immer schön, weil man so viele bekannte Leute trifft, so viele Sportler und Freunde. Ja, es ist wirklich großartig. Also ich bin ganz perplex, dass ich mit 31 diesen Preis bekommen habe. Es gibt viele Sportgrößen im Saal, die es mindestens genauso verdient hätten. Und deswegen werde ich den Preis sehr in Ehren halten. Und es ist für mich was ganz Besonderes, diesen Preis heute bekommen zu haben. Vorher gab es keinen besseren. In seiner Zeit mit uns gab es keinen besseren. Und hinterher ist auch kein besserer gekommen. Es ist eine große Ehre für mich, dass ich heute da sein kann und einen solchen Preis entgegenzunehmen. Also das gehört mit zu den Highlights meines bisherigen Lebens. Wenn ich mal unterwegs bin irgendwo in der Welt, es ist heute eindeutig so, wenn man die Leute fragt, was fällt ihnen zu Bayern, was fällt ihnen zu München ein, dann ist das auf jeden Fall der FC Bayern München. Ich finde es eine große Ehre für den FC Bayern München, als Jahrhundertverein in Bayern zu gelten. Und ich glaube, wir versuchen den Menschen Spaß zu vermitteln. Wir versuchen jungen Menschen den Weg zum Sport zu öffnen. Und wir sind uns unserer sozialen Verantwortung in unserer Gesellschaft auch bewusst. Die Spiele waren ja die Spiele der Heiterkeit, ja, was da sich alles ereignet hat in einer Euphorie, ob national oder international, das war einmalig, was damals abgelaufen ist. Dass der Klaus und die Hilde und der Bernd gewonnen haben, das habe ich mitgekriegt. Ich war ja im Stadion irgendwo. 3 Goldmedaillen und eine Silbermedaille fallen nicht jedes Mal auf einen Tag. Wir haben alle in unserer Gesellschaft die Möglichkeit, uns zu engagieren und was zu verändern. Und der Sport transportiert vor allem Werte, nämlich die Werte Offenheit, Fairness, Frieden und Teamarbeit. Und genau diese Werte auch zu verkörpern, dafür stehe ich.